Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück zu Wer weiß denn sowas? Ja, wir fangen heute mal hier an, weil ich euch das eigentlich mal zeigen wollte. Nicht, dass ihr denkt, dass ich da jedes Mal irgendwie was vorspiele oder sonst irgendwas. Also, ihr seht, das waren die 6 Shows und hier 7. Wenn wir da drüben hingucken, weiß ist ungespielt, also ich hab's noch nicht gespielt. Das heißt, wir gehen jetzt mal da rein, nehmen wir irgendeiner, egal wen. Das ist doch wurscht. Da haben wir mal eine Tussi. Und dann geht's ab wie Zephyr. Folge 7. Heute bei Wer weiß denn sowas? Bernhard Hoeker und Elton. Und ich wünsche natürlich jedem viel Spaß. Ihr könnt natürlich gerne dann im Nachhinein mitraten. Herzlich willkommen, guten Abend zu Wer weiß denn sowas? Und gleich was ganz Spannendes zum Anfang. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten, ob ihr es wusstet. Wussten Sie eigentlich, dass in St. Andreasberg im Harz das weltweit einzige Kanarienvogelmuseum seine Heimat hat? Ich freue mich auf unsere beiden Teams. Wir schauen aber wie immer zum Anfang der Sendung erst einmal darauf, wie viele Menschen sich hinter welchem Team versammelt haben. Denn auch heute durfte unser Studiopublikum ja wieder frei entscheiden, auf welcher Seite sie Platz nehmen möchten. Das Team Bernhard haben hinter sich gebracht. Und das Team Elton. Ihr habt jeweils einen Publikumsjoker, den ihr einsetzen könnt. Und für jede richtige Antwort gibt es 500 Euro. Und die 12 Kategorien finden Sie auch heute wieder auf unserer Wand. Die Kategorien sind Tierespiel, Clever, das Fragezeichen, Sport, Bauwerke, Essen und Trinken, Heimat, damals, Mittelmeer, Großbritannien, im Grünen und Trick 17. Na, da ist doch einiges dabei. Das Team, das mehr Menschen, mehr Zuschauer hinter sich hat, darf die erste. Und ihr wisst ja, was ich am Anfang nehme. Ne? Was soll eure erste Kategorie sein? Ganz klar. Wir nehmen das Sicherere, wir nehmen die Tiere. Welches ungewöhnliche Verhalten konnten Tierforscher 2012 erstmals bei westlichen Flachland-Gorillas beobachten? A. Sie räumen ihre Umgebung auf, wenn sich Besuch ankündigt. B. Sie summen und brummen, wenn sie etwas Leckeres essen. Oder C. Sie reservieren sich früh morgens einen Platz in der Sonne. Das ist ja geil. Sie reservieren sich früh morgens einen Platz in der Sonne. Das ist ja der Hammer. Sie räumen ihre Umgebung auf, wenn sich Besuch ankündigt. Das ist ja der Hammer. Also, von Affe kann man ja einiges beobachten. Das ist ja echt der Wahnsinn. Und ihr werdet lachen, aber irgendwie hört sich das alles drei richtig geil an. Also, aber wenn ich das mal so überlege, sie summen und brummen, wenn sie etwas Leckeres essen. Das kann ich mir dann wiederum irgendwie doch nicht vorstellen. Sie reservieren. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Schnauze, verdammt! Sie reservieren sich früh morgens einen Platz in der Sonne. Das ist natürlich immer richtig geil. Also das finde ich ja saugeil. Aber irgendwie, so blöd sich's auch hört, aber ich glaube die Antwort A. Das ich weiß nun, aber das hört sich richtig geil an. Wir gucken mal, was der denn so sieht. Also ich glaube, es ist A. Mhm. Also B würde ich ausschließen. Ja, das habe ich auch gesagt. Also C, glaube ich, würde ich ausschließen. Also ich denke, das hört sich so blöd ohne das A, ne? Ich nehme A. Ganz dezent. A ist eingeloggt.
Dann schauen wir uns das an. Wir haben die Lösung für Sie parat, meine Damen und Herren. Ein deutsches Forschungsteam beobachtete 2012 das Verhalten von westlichen Flachland-Gorillas in der Republik Kongo. Es stellte sich heraus, dass insbesondere die ausgewachsenen Männchen beim Essen bestimmter Pflanzen und Samen summen und brummen. Die Laute können laut den Forschern ein Zeichen für Zufriedenheit sein. Es ist außerdem möglich, dass ranghöhere Gorillas mit ihren Lauten der Gruppe signalisieren, dass die Mahlzeit noch nicht vorbei ist. Es bleibt erstmal mein Lob. Ausgerechnet das, was ich mir nicht vorstellen konnte, war das. Welche Kategorie soll's denn zur Eröffnung sein? Was sagst du zu Großbritannien? Hast du mal Großbritannien irgendwie? Großbritannien, bitte. Einige Unternehmen in Großbritannien bieten ihren Angestellten neuerdings einen einwöchigen Urlaub an für A. die Pflege ihres Gartens, B. die Vorbereitung auf einen Kindergeburtstag oder C. die Eingewöhnung eines neuen Haustiers. Antwort A. Das glaube ich nicht. Fällt dir zu B was ein? Tja, also B würde ich mal ausschließen. Also C kann ich mir nicht vorstellen. Also das wäre ja ein Ziel geholt, Alter. Würde ich sagen, das ist C. C. Okay, wir haben C eingeloggt. Ich glaube, ich würde A sagen. Hier kommt die richtige Lösung. Ich würde definitiv A sagen. In Großbritannien setzt sich ein neuer Trend bei Unternehmen durch. Sie bieten ihren Angestellten einen einwöchigen bezahlten Urlaub an, damit sie ihre Hunde, Katzen und Co. an das neue Zuhause gewöhnen können. Studien konnten zeigen, dass sich die Angestellten durch die sogenannte Paternity Leave, also die Elternzeit für neue Haustierbesitzer, stärker mit ihrem Unternehmen identifizieren. €500, die erste auf eurem Konto! Die spinnen, die Engländer! Also, nächste Frage. Ganz klar. Sport. Neues ja, zum Sport. Sport. Aus welchem kuriosen Grund wurde im März 2021 ein Länderspiel in der Schweiz erst mit über 15 Minuten Verspätung angepfiffen? A. Eines der beiden Tore war auf einer Seite 5 cm zu hoch. B. Wegen eines Defekts spielte die Nationalhymne in Dauerschleife. Oder C. Der Schiedsrichter forderte schickere Trikots der Schweizer. Das ist ja geil. Also, von dem Spiel habe ich leider nichts gehört. Und es kommt auch keine Antwort, wo mir da irgendwie bekannt vorkommen könnte. Ja klar, da war mal ein Spiel, da war der Pfosten, der linke. Das hast du gesehen an dem Mal ohne, dass der zu weit oben war. Und da hat der Dormann sich immer oben an die Latte gehängt und hat das Ding nach unten gezogen. Also das weiß ich. Aber ob das jetzt unbedingt beim Schweizspiel war, das weiß ich nicht mehr. Also ich meine, das war Bundesliga. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Schnauze, du Punk! Aber von der Sache her wäre mir das eigentlich schon fast am logischsten. Also Antwort A, ne? Wegen eines Defekts spielte die Nationalhymne ein in Dauerschleife. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Das glaube ich nicht. Der Schiedsrichter fordert das schickere Trikot der Schweiz. Das ist natürlich einmal richtig geil. Absurd. Absurd, Sichter. Also B würde ich ausschließen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das... Also C würde ich eher ausschließen. Also normalerweise müssten wir da echt Publikum fragen, aber ich würde sagen, wir nehmen das mit dem A, weil das klingt mir am logischsten. Dann nehmen wir A.
Antwort A. Wir haben es eingeloggt. Wir werden es sofort überprüfen. Das WM-Qualifikationsspiel zwischen den Fußballnationalmannschaften der Schweiz und Litauens konnte im März 2021 erst mit über 15-minütiger Verspätung angepfiffen werden. Nach dem Aufwärmen der Teams bestätigte eine Lasermessung, dass eines der beiden Tore im St. Gallener Stadion auf einer Seite zu hoch war. Versuche, die Torlatte um über 5 cm auf die erlaubte Höhe von 2,44 m zu senken, schlugen fehl. Erst nach einem Tortausch konnte das Spiel angepfiffen werden. Es war zwar nicht genau das, was ich gemeint habe. Ich kann mich noch an die Bilder erinnern, da war der Dormann oben an der Latte gehangen und heute alles über rumgewackelt, dass das blöde Ding weiter runtergeht. Das weiß ich noch, aber ich weiß nicht mehr, bei was für ein Spiel das war. Das Fragezeichen bitte. Bei der Benutzung von Backtrennspray empfehlen Verbraucherschützer aus Sicherheitsgründen A. es nur für Temperaturen unter 175 Grad Celsius zu nutzen, B. es nicht zum Braten auf Induktionsherden zu verwenden oder C. elektrische Geräte in der Nähe zuvor vom Netz zu nehmen. Wie stehst du zu A? Also ich würde A erstmal ausschließen. Wäre B möglich? Ich würde sagen B. Ich nehme B. Also, B ist eingeloggt. Hier ist die Lösung. Backtrennspray eignet sich besonders gut, um Waffeleisen oder Backformen einzufetten. Vor der Anwendung wird jedoch empfohlen, elektrische Geräte, die sich in der Nähe befinden, sicherheitshalber vom Netz zu nehmen. Denn die feinen Fettmoleküle des Sprühnebels sind leicht entzündlich und könnten schlimmstenfalls zu einem Kurzschluss führen. Vor der erneuten Inbetriebnahme der Geräte sollte die Küche daher gut gelüftet werden. Unglaublich, was mir da alles erfährt. Ne? So. Nächste Kategorie. Ich will erst mal gucken. Mich spricht es damals an, Jungs. Damals finde ich super. Ja, dann ist die Sache was doch schon geklärt. Was wurde nach dem im 19. Jahrhundert berühmten französischen Artisten Jules Léotard benannt? A. Stab, den Hochseilartisten verwenden. B. Anzug, den Kunstturnerinnen tragen. Oder C. Kuppel von Zirkuszelten. Was wurde nach dem im 19. Jahrhundert berühmten französischen Artisten? Ich habe keine Ahnung. Okay, wir nehmen das Publikum. Wir nehmen das Publikum. Wer weiß das? Ja, stehen Sie ganz kurz auf einmal. Ihr müsst euch entscheiden. Und Sie glauben, das beantworten zu können? Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Es ist eindeutig Antwort B. Darüber habe ich irgendwie schon einmal was gehört. Wir haben B eingeloggt. Schauen wir mal, ob das richtig ist. Der französische Artist Jules Léotard war im 19. Jahrhundert sehr bekannt und tourte durch Europa und die USA. Um bei seinen Auftritten möglichst viel Bewegungsfreiheit zu besitzen und seine Muskeln zu präsentieren, entwickelte er einen eng anliegenden einteiligen Anzug. Dieser als Léotard bezeichnete Anzug wird heute noch von Kunstturnerinnen getragen. Was man hier 500 also Euro sind 500 Euro. Euro. 500 sind gerade dazugekommen. So, weiter gehen wir. Im Grünen spricht mich an. Mir ist es ehrlich gesagt völlig egal. Wir nehmen im Grünen. Der Eukalyptus wird auch Fieberbaum genannt, da A. er in Malaria-Gebieten Sümpfe trockenlegt, B. sein ätherisches Öl Vögel berauscht oder C. seine Blätter in der Sonne feuerrot schimmern. Oh, A vielleicht? Wahrscheinlich wird es denn A sein. Wäre B eine Möglichkeit? Das glaube ich, das würde ich aber ausschließen. Ich nehme A.
A ist eingeloggt. Gucken wir doch mal auf die richtige Eukalyptus, Antwort. Eukalyptus, das ist doch mehr giftig. Und das ist das der Eukalyptusbaum stammt ursprünglich aus Australien. Er wächst schnell und hat einen hohen Wasserbedarf. Daher kommt auch sein Name Fieberbaum. Denn er wird heute häufig in Malaria-Gebieten wie Afrika und Asien gepflanzt, um Sümpfe trockenzulegen. Damit entzieht er der Malaria übertragenden Anopheles-Mücke die Brutplätze und hilft bei der Eindämmung der Krankheit. 1.000 Euro auf eurem Konto. Wie geht's weiter? Ich möchte wissen, was das ist. Bauwerke. Dann nehmen wir Bauwerke. Schauen wir mal. In der berühmten Hagia Sophia in Istanbul. A. Steht ein Steinofen, in dem die Besucher Hörnchen backen können. B. Beginnt ein Unterwassertunnel, der zu einem Leuchtturm führt. Oder C. Verewigte sich im 9. Jahrhundert ein Wikinger mit Halfdan war hier. Halfdan war hier. Ja, wie geil ist das denn? Wieso sollen die sich Hörnchen backen können? Das ist doch fett mit Krüger. Also ich habe das noch nie gehört. Ich kenne mich mit dem Mist sowieso nicht aus. Wir schließen jetzt erstmal das A aus. Ja, wenn du das sagst. B würde ich ausschließen. Mein erstes Gefühl war C. Die Römer haben auch schon, die römischen Soldaten auch schon überall reingeritzt und gehämmert, wo sie waren. Das finde ich ja irgendwie richtig geil. Das ist der Hammer. Das gefällt mir das nimmer. Ich nehme C. Ihr sagt C, aber die Frage bleibt, A, B oder C. Nur eine Antwort ist richtig. Die im 6. Jahrhundert erbaute Hagia Sophia im heutigen Istanbul diente zur Zeit des Byzantinischen Reiches als griechisch-orthodoxe Kathedrale, in der die Herrscher gekrönt wurden. 1964 entdeckte eine schwedische Runologin eine Inschrift im Marmor, die im 9. Jahrhundert von einem Wikinger hinterlassen wurde und Historikern zufolge so viel wie Halfdan war hier bedeutet. Die Handelsrouten nach Konstantinopel und dienten später dem byzantinischen Kaiser Basileios II. Als Garde. Ja, wie geil ist das denn? So, 1.500 Euro. Nächste Kategorie. Essen und Trinken. Hm? Klingt doch interessant. Dann nehmen wir Essen und Trinken. Essen und Trinken, ich bitte. Ich nehme, ne? Als nächstes. Was ist das Besondere am Meersalz Fleur de Sel? Es stammt aus austernreichem Meerwasser. B. Sein Aroma erinnert an Rosenblüten. Oder C. Es bildet sich nur an heißen, trockenen Tagen auf dem Wasser. Gottes Willen. C vielleicht? Also C will ich jetzt einmal ausschließen. Was hältst du von B? So, keine Ahnung. Ich will aber B ausschließen. Was sagst du zu A? Das glaube ich nicht. Eine sehr schöne Frage fürs Publikum. Ihr nehmt den Publikumsjoker. Wer glaubt, die richtige Antwort zu kennen? Wer es glaubt zu wissen, steht mal bitte kurz auf. Es können auch mehrere sein. So, wen nehmen wir? Du glaubst, die richtige Antwort zu wissen? Ja, ich glaube schon. Ich würde Antwort C wählen. Darüber habe ich schon mal was gelesen. Ja, also wir locken C ein. Kann das wirklich sein? Fleur de Sel ist ein Meersalz, das zum Beispiel in Frankreich und Portugal gewonnen wird. In extra angelegten Salzbecken wird das Meerwasser gefiltert. Aber nur bei viel Sonne und niedriger Luftfeuchtigkeit bildet sich die Fleur de Sel, die Blume des Salzes, als hauchdünne Salzschicht auf der Wasseroberfläche. Die Salzflocken werden per Hand mit Holzhaken abgeschöpft. Das gewonnene Produkt ist reich an Mineralien und hat im Gegensatz zu herkömmlichem Meersalz eine feuchte, weiche Kornstruktur. 1.500 Euro. Wir haben noch vier Kategorien. Ja,
dann nehmen wir Heimat. Am Fuß des Turms des Freiburger Münsters lässt sich noch heute ablesen, A, welche Größe ein Brot im Mittelalter haben sollte, B, wer zu welcher Zeit an dem Bau beteiligt war oder C, wie lange eine Kutschfahrt von Freiburg bis Berlin dauerte. Ernsthaft? Wahrscheinlich 5 Wochen. Wenn's reicht, 5 Wochen. Am Fuß des Turms des Freiburger Münsters lässt sich heute. Ich habe keine Ahnung. Ich tendiere vom Gefühl am ehesten zu A. Das glaube ich nicht. Halte ich für unwahrscheinlich. Also das glaube ich auch nicht. Kutschfahrt von Freiburg bis Berlin. Ey, weißt du, wie viele Kilometer das sind? Das ist ja Wahnsinn. Das dauert ja ein halbes Jahr, bis du da oben kommst mit der Kutschfahrt. Ich weiß auch nicht. Das hört sich... Ja, obwohl... B natürlich auch nicht schlecht ist, ne? Ich glaube, wir nehmen mal B. Okay, wir loggen B ein, meine Damen und Herren. Hier ist die Lösung. Das Freiburger Münster wurde ca. ab 1200 bis 1513 erbaut und befindet sich in der Freiburger Altstadt. Auf dem Platz vor der Kirche findet der Münstermarkt statt, der bereits im Mittelalter an diesem Ort veranstaltet wurde. Am Fuß des Turms sind verschiedene mittelalterliche Maße eingemeißelt, an denen sich noch heute unter anderem ablesen lässt, wie groß ein Brot im Mittelalter sein sollte. So konnten Bürger früher an Ort und Stelle überprüfen, ob das Brot sein Geld wert war. Also es bleibt bei 1500 Euro. Wir haben noch 3 Kategorien. Ja, es hätte ja sein können, oder? Nehmen wir Mittelmeer? Ich muss ihn denn immer auf die Bernie hören. Wir versuchen es mit Mittelmeer. Nee, da kriege ich wieder so eine Scheiße. Seegraswiesen im Mittelmeer sinkt bemerkenswert, da sie A. sich immer kreisförmig anordnen, B. Zugvögeln als Orientierungspunkt dienen oder C. Plastik einsammeln und an den Strand befördern können. Könnte es A sein? So, also A schließe ich aus. Eventuell B? Der Hund ist denn ja in der Dominikanischen Republik gemeldet, nicht in Italien. Sagt dir C etwas? C würde ich ausschließen. Wir nehmen A. Ihr nehmt A. Ja, wer weiß. Ne? Könnte alles sein. Klingt spannend. Ist es auch. Seegraswiesen der Posidonia oceanica sind vor allem im Mittelmeer heimisch. Im Herbst werfen die Pflanzen ihre Blätter ab. Das Unterwasserlaub sinkt auf den Meeresboden, wo sich dann kleine Teilchen von Plastikmüll verfangen. Durch die Gezeiten rollen die Blätter sich mit dem Plastik zu sogenannten Neptunsbällchen. Stürmt es stark, spült es sie an die Strände. Einem Forschungsteam der Universität von Barcelona zufolge können die Pflanzen bis zu 876 Millionen Plastikteilchen im Jahr einfangen. Es bleibt bei 1500 Euro. So, 2 Kategorien haben wir noch. Und ähnlich blöder wie die andere. Ja, komm, das ist egal, was man denn nimmt. Das ist alles dieselbe Scheiße. Mit der Leertaste kann beim Schreiben einer Nachricht auf den meisten Smartphones A. der Text in der Zwischenablage gespeichert werden, B. der Cursor gesteuert werden oder C. ein Foto oder Emoji eingefügt werden. So, Jungs. Jetzt kommt's. Ich kenne mich mit Handys nicht aus. Handys gehen mir am Arsch vorbei, ehrlich. Das ist echt zum Heulen. Aber ich glaube, dass man damit ein Foto und ein Emoji einfügen kann. Ich bin mir aber echt nicht sicher. Legen wir erstmal zurück, denken später drüber nach. Ich habe das auch schon mal gehört. C kann nicht sein.
Also ich könnte natürlich jetzt auch mal kurz nachprüfen, ne? Also direkt neben Trolli, aber das war jetzt so gemein. Nee, ey, echt, ich bin kein Handy-nah. Für mich sind die Dinger totaler Fatz mit Krücke. Das einzige Gute an meinem Handy ist, dass da ein Wecker drauf ist, dass ich früh aufstehe und... also ich bin absolut kein Handy-nah und ey... Und ich habe da auch wirklich von dem ganzen Mist, da habe ich überhaupt keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Leertaste kann beim Schreiben einer Nachricht meistens Smartphones. Der Cursor gesteuert. Also ich glaube nicht, dass du den Cursor steuern kannst, also keine Ahnung, ey. Das. Aber Foto und Emoji einfüge. Ja, warum eigentlich nicht? Also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Text in der Zwischen... Ich könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Hat dich jemand nach deiner Meinung gefragt? Der Text in einer Zwischenablage gespeichert werden. Könnte natürlich auch sein, aber warum mit der Taste? Mit der Leertaste. Also, ich bleib bei Antwort C. Ist mir wurscht. Alles klar, wir haben C eingeloggt. Ich habe keine Ahnung. Wir überprüfen das jetzt. Wir lösen wie gesagt, ich hätte jetzt nachgucken können, aber... Wer sich bei seinem Smartphone vertippt, muss nicht umständlich mit dem Finger auf die Fehlerstelle tippen. Mit der Leertaste kann der Cursor zur gewünschten Stelle gesteuert werden. Je nach Hersteller funktioniert dies, indem der Finger auf der Leertaste gehalten und dann bewegt wird. Oder die Leertaste kann länger gedrückt werden, wodurch man die vollständige Kontrolle über den Cursor erhält, was vor allem bei langen Texten von Vorteil ist. Aha. Okay. So, es bleibt bei 1500 Euro. Mach mich das mal in Nummel, dann weiß ich es auch nicht mehr. Und noch eine Kategorie offen. Weg 17. Wie gesagt, ey, Handys gehen mir am Arsch vorbei. Das hat die Menschheit nur noch blöder gemacht. Tut mir leid, Sakko-Ärmeln verhindern. B, bei einer Handtasche die Henkel verkürzen. Oder C, eine zu weite Hose auch ohne Gürtel tragen. Fällt dir zu B was ein? Also B auf gar keinen Fall. Könnte es A sein? Das heißt, ich krempel das hoch. So, da unten sind zwar Knöpfe dran, aber wo ist dann die Schlaufe? Und dann ist doch der Knopf auch mit zuge. C möglicherweise? Ich glaube, es ist C. Also B kann ich mir nicht vorstellen. Ihr nehmt C. Und egal, also, welche Antwort jetzt richtig ist, wir bekommen auf jeden Fall spektakuläre. Ich glaube eher, dass es Antwort A ist. Hat sich eine Hose am Bund geweitet, kann sie auch ohne Gürtel noch getragen werden. Dazu wird zunächst der Hosenknopf durch die Gürtelschlaufe neben dem Knopf gesteckt. Dann wird der Knopf durch das Knopfloch geschoben und... voilà! Der Bund ist um einige Zentimeter enger geworden und die Hose sitzt wieder. Unglaublich, was man hier alles lernt. Ne? 2000 Euro. Ja, ich verliere wieder. So, damit sind alle 12 Fragen beantwortet. Wir haben folgenden Zwischenstand vor dem Finale. Aber ich verliere mit Spielmann. Das Team Elton, 2000 Euro auf eurem Konto. Gleich stelle ich Ihnen die Masterfrage. Eine Frage an beide Teams mit 3 Antwortmöglichkeiten und 20 Sekunden Zeit. Was hätte ich denn gern? Wie wäre es mit Musik? Musik ist gut. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist... Heilige Scheiße. So, jetzt bitte ich euch um euren Einsatz. Jetzt kommt wieder sowas, so ein Märchen, wo kein Schwein kennt. So eine kleine Muck oder irgend so ein Kacke. Geld ist gesetzt. Dann Scheiße. Kommen wir jetzt zur Masterfrage. Der Hase und der Igel wetten im gleichnamigen Grimmschen Märchen um eine Golddukate und A, eine Flasche Branntwein, B, eine Zwiebel oder C, den Besitz des Rübenfelds. 20 Sekunden habt ihr Zeit und die Zeit läuft ab jetzt. Also vom Logischen her würde ich sagen, es ist C, ne? Ja. Hase und Igel. Ja, die sind die, wo immer so die Wettrennen gemacht haben. Ne? Wir gucken, was ihr gesetzt habt. Das Team Bernhard hat gesetzt.
Aber wirklich, das kenne durch das Märchen nicht, ne? Also ich muss bloß immer gesagt haben. Auf welche Antworten haben die Teams getippt? Das Team Bernhard hat sich entschieden für C. Team Elton tippt auf Antwort B. Schauen wir auf die Auflösung. Der Hase und der Igel wetten im gleichnamigen Märchen. Du mit deinen krummen Beinen, sagte der Hase. Das ist ja zum Lachen. Aber wenn du so große Lust hast, was gilt die Wette? Da sagt der Igel, einen Golddukaten und eine Flasche Branntwein. Es ist Antwort A. Und damit beide Teams bei Null. Da fragt man sich doch, was zum Geier will denn ein Hase und ein Igel mit einer Branntweinflasche? Das hat jetzt wieder einen großen Spaß gemacht. Auf uns aus, sage ich danke fürs Einschalten, danke fürs Zuschauen. Ich weiß nur, dass sie immer wieder Wettrennen gemacht haben. Das ist das Einzige, was ich weiß von dem Märchen. Naja, was soll's. Jeder verloren. Wieder ein Schiss ins Klo. Alter, das war jetzt die 7. Show. Und ich habe nur eine einzige gewonnen. Meine Fresse, bin ich schlecht. Also da waren die letzten paar Dinger. Also die Staffel 1 und 2. Definitiv war ich doch besser als... Aber was soll's. Es kann nur besser werden, Junge. Es kann nur besser werden. Ich bedanke mich natürlich wie immer dann bei euch fürs Zuschauen und sag hier an dieser Stelle vielen, vielen, vielen Dank fürs Einschalten und Tschömini, ciao mit V und bis zum nächsten Mal.